aber auch sogar in der Öffentlichkeit. Schauen wir uns das mal an. Ich sage Ihnen nichts. Es geht Sie nichts an. Sie sind ja vom Fernsehen. Das ist so eine überflüssige Institution. Ihr verdienen ja bloß dran, sonst nichts. Eventuell hätten wir die Demonstration. Dabei. Ich weiß schon, Sie sind Reporter, können schnurren, aber Sie können nicht denken mit dem Kopf. Hey. Also ich habe in 40 Jahren, ich habe viele Interviews gehabt, hat mich niemand so angegriffen und körperlich angelangt, wie Sie das da machen. Sie finden das wahrscheinlich lustig, ich finde es unerträglich. Ja, ich finde es nicht lustig. Nicht. Aber Sie machen sich über ihn lustig. Er ist dumm und lange danach und er arbeitet im Fernsehen und er hat nichts im Kopf. Und jetzt?